Ja, moin bei ADH Fishing. Wir sind unterwegs an der Küste, perfekte Zeit gerade. Und da wollten wir euch einfach mal kurz zeigen, was braucht ihr für den Einstieg in die Meerforellenfischerei. Und zusätzlich habe ich den Mats mitgebracht von Vision Fly Fishing. Genau, moin auch von mir. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal direkt mit den Klamotten. Das Erste, wenn wir am Platz angekommen sind, wir brauchen eine Warthose und eine Wartjacke. Eine Wartjacke auch bei Bedingungen wie heute, wo es nicht regnet, denn sie schützt natürlich auch davor, dass wenn eine Welle kommt, das Wasser nicht gleich in die Warthose reinläuft. Also eine Wartjacke, wie zum Beispiel hier die neue Guideline, einfach super wichtig bei der Meerforellenfischerei und sollte man nicht vernachlässigen. Genau. Warthose, hast du jetzt eine mit Zip gerade an? Finden wir natürlich genial, weil zum einen ist es natürlich wesentlich leichter, sich damit zu erleichtern. So, genau. Ein anderer guter Grund, finde ich aber, ist, wir fischen ja oft bei wirklich widrigen, kalten Bedingungen auf Meerforelle. Das heißt, wir haben viele verschiedene Schichten an Klamotten an. Und da finde ich es einfach deutlich einfacher, eine Zip-Warthose zu verwenden, wenn man sich anzieht. Ja. Weil man hat wesentlich mehr Platz durch die Öffnung und beim Anziehen rutscht nicht der Vlies am Rücken hoch, genau, etc. Ja. Also ein Zip hat da schon wirklich einen Vorteil, meiner Meinung nach. Aber es gehen natürlich auch normale Warthosen. Wichtig ist einfach, dass man eine anhat. Genau. Alright, was brauchen wir noch? Genau, dazu brauchen wir natürlich auch noch einen Schuh. Ja. Wer auch im Winter fischen möchte, kauft euch eine Nummer größer, um einfach noch mal ein paar dickere Socken unterziehen zu können. Und mehr Platz zu haben. Genau. Ja. Dann empfehlen wir entweder eine Vibram-Sohle mit Spikes, um wirklich guten Grip auf den Stein zu haben. Oder wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, eine Filzsohle, weil damit hat man wirklich einen optimalen Grip. Ja, also die Ostseesteine können echt rutschig sein. Filzsohle haben wir viele gute Erfahrungen, auch wenn sie natürlich auf nassen Rasen manchmal ein bisschen rutschig sein können. Aber definitiv eine gute Wahl an der Küste. Ja. Dann wichtig unserer Meinung nach, einen wasserfesten Rucksack mitzubringen. In dem Fall ist es hier ein Slingpack, geht auch als Hippack oder Chestpack. Wichtig, um Dokumente am Mann zu haben, weil gerade in Dänemark und Deutschland natürlich Dokumente dabei haben. Dann fürs Handy, Kamera und auch nicht nur unbedingt zum Warten, sondern auch kann ja mal ein Regenschauer kommen und dann will man wirklich, dass alles. Es gibt nichts Schlimmeres als ein nasses Tackle einfach. Genau. Ja, das ist katastrophal. Alright, weiterhin brauchen wir natürlich, wenn wir losgehen, einen Schnurkorb. Schnurkorb an der Küste, super wichtig. Wir fischen oft mit Intermediate-Schnüren. Zusätzlich stehen wir in der Welle und im Kraut. Und der Schnurkorb sorgt einfach dafür, dass die Schnur wirklich am Mann ist und wir deutlich weiter schießen können, als wenn wir jedes Mal die Schnur aus dem Wasser rausholen müssen. Genau. Schnurkorb unverzichtbar. Ja. Dann wichtig, Kescher. In dem Fall haben wir hier einen von McLean mit integrierter Waage, um Fisch auch mal wiegen zu können. Dann natürlich wichtig, ein gummiertes Netz, besonders schonend für den Fisch. Dazu ADH-Magnet, um den am Rücken zu befestigen. Und hier nochmal ein Sicherheitsband, um den nochmal extra an der Warthose zu sichern. Genau. Dann auch noch generell beim Fliegenfischen, speziell an der Küste natürlich, eine polarisierte Sonnenbrille. Mhm. Gerade auch, wenn sich mal der Wind dreht, um die Augen wirklich zu schützen. Ja, ja, auf jeden Fall. Klar, auch im Sommer. Es gibt mittlerweile sogar klare Brillen, die man nehmen kann, wenn man nachts fischen will. Genau. Aber tückische Winde an der Küste, es geht schnell, dass die Fliege Richtung Gesicht fliegt. Also eine Polbrille definitiv wichtig. Ja, Thema Sicherheit. Wir haben hier auch noch einen Wartstock für diejenigen, die sich, sage ich mal, etwas unwohl fühlen auf den rutschigen Stein oder vielleicht in einer großen Welle fischen. Da kann ein Wartstock wirklich vom Vorteil sein, weil dieser Halt, diese Stützung, die man da hat, die macht das Warten deutlich einfacher. Also Thema Sicherheit, großgeschrieben an der Küste, nehmt auf jeden Fall einen Wartstock, falls ihr euch nicht sicher fühlt. Genau, jetzt gehen wir rüber und zwar zur Rute und Rolle. Hier haben wir mitgebracht das Vision Coast Outfit in Schnurklasse 7. Besonders für den Anfang, Schnurklasse 7, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, oder? Nee, weil man kann bei wenig Wind mitfischen, aber eben auch bei viel Wind mitfischen. Das heißt, wenn man sich für eine Rute entscheiden muss, Klasse 7, Abfahrt. Genau, zur Rolle, wichtig immer, dass sie salzwasserfest ist. Da muss man sie nicht unbedingt jeden Abend nach dem Fischen waschen, sondern die verzeiht auch mal, dass man sie mal einen Tag liegen lässt. Auf jeden Fall, ja. Und natürlich, wer gerne mit Schussköpfen unterwegs ist und modernen Running Lines, wie zum Beispiel in der Stroft Running Line, die ist ja monophil, da würden wir dann auf Rollen mit einem Full-Frame-Design setzen. Das heißt mit einem geschlossenen Käfig, dass eben die dünne Running Line nicht an der Seite rausrutschen kann. Dann brauchen wir noch eine Zange. Damit können wir gleich das Tippet kürzen, Knoten abschneiden, je nachdem. Wichtig auch noch, wenn man ohne Widerhaken fischen möchte, geht das ganz einfach, den runterzudrücken. Salzwasserbeständig, also perfekt für die Küste geeignet. Definitiv, ja.
Ja, dann brauchen wir natürlich auf jeden Fall noch ein Leader- und Tippet-Material. Genau. Wir setzen immer auf Fluorocarbon, denn es sinkt langsam ein. Wir verwenden da gezogene Vorfächer, also die konisch verjüngt sind. Als Stärke kann man sagen 0,25 bis 0,30 sind optimal. Dann verwendet am besten einen Tippet-Ring. Der sorgt dafür, dass ihr das natürlich zum einen einfach verbinden könnt, aber auch wenn ihr das Tippet irgendwann mal wechseln wollt, bleibt das Leader in der gleichen Länge, weil es dann natürlich angeknotet ist. Beim Tippet ist zu sagen, wir gehen immer eine Klasse unter dem Leader. Das heißt, wenn wir 0,28er Leader fischen, nehmen wir so ein 0,26er Tippet, dann verjüngt sich das Ganze schön und auf jeden Fall, wie gesagt, Fluorocarbon verwenden. Ja. Ja, dann haben wir natürlich noch Fliegen. Ohne Fliegen geht gar nichts. Genau. Wäre schön, wenn es funktioniert. Zusätzlich hier eine wasserdichte Fliegendose empfehle ich auf jeden Fall an der Küste, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Salzwasser in die Fliegendose gelangt und der Schaum sich damit vollsaugt. Ja. Die Fliegen rosten einfach schnell weg. Das ist natürlich ärgerlich für die Muster, die man mühevoll gebunden hat. Wir haben tatsächlich hier Guideline-Fliegen diesmal mitgenommen. Unserer Meinung nach eine super Qualität, ja. Wirklich scharfe Haken, qualitativ hochwertig. Auch genial gebunden. Also genau. Die Muster fischen wir teilweise oder binden sie teilweise selber so. Ja. Das ist wirklich cool. Mehrforellenfliegen von Guideline hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber auf jeden Fall einen Blick wert. Ja, gut, zu guter Letzt wollen wir noch sagen, wer natürlich jetzt sich nicht auf dieses Vision Coast Set fixieren will oder vielleicht schon eine Route hat und sucht dann natürlich noch eine richtige Schnur zu. Es gibt neben der Guideline Coastal, der Mehrforellenschnur schlechthin, natürlich noch viele weitere Hersteller, wie zum Beispiel die Vision Meri, die auch auf dem Set drauf ist. Genau. Also wirklich eine hochwertige Schnur auf dem Vision Set. Oder eben Arctic Silver und viele andere Hersteller. Zu beachten ist, dass wir sagen, wenn man einsteigen will, greift auf eine Slow Intermediate zurück. Das ist wirklich eine Schnur, die man das ganze Jahr über bei den meisten Bedingungen fischen kann. Ja. Ja, ich würde sagen, für den Einstieg ist alles gemacht. Viel Spaß bei der Meerforellenfischerei. Auch nochmal vielen Dank an dich, Mats von Vision, dass du uns hier das Set mitgebracht hast und ein bisschen begleitest beim Fischen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch mal schnell wieder raus und schauen, dass wir noch ein, zwei Fische kriegen. Let's go. Alles klar.